Wo bleibt Albert denn nur? Heute ist öffentliches Training der Nationalmannschaft. Und das geht gleich schon los, das wollten wir uns doch zusammen angucken. Hey Julian, sorry für die Verspätung. Albert, da bist du ja endlich. Du bist echt eine lahme Ente. Hey, na wir verpassen das Training schon nicht. Wie auch immer, los geht's jetzt. Julian, nicht so schnell. Also, wenn ich eine lahme Ente bin, dann ist Julian ein echter Wirbelwind. Hey, Julian, warte. Oh Mann, Albert, guck mal. Hier ist einfach schon mega viel los. Naja, aber immerhin hat das Training noch nicht angefangen. Guck mal, die Spieler wärmen sich alle noch auf. Okay, und dann sollten wir auf jeden Fall noch das trainieren. Und, oh, schau mal, da hinten ist ja der kleine Julian. Julian! Julian, guck mal, du wirst gerufen. Ist das nicht Julian Nagelsmann? Oh ja, stimmt. Julian, komm mal hier hin. Von da hinten siehst du doch gar nichts. Na, wollt ihr zwei beim öffentlichen Training zuschauen oder wie? Ja, so sieht's aus. Danke, dass wir jetzt von hier zugucken können. Das ist ja deutlich näher dran. Klar, kein Problem. Leute, auf geht's. Oh Mann, Albert, da haben wir aber mega Glück gehabt. Ja, von hier haben wir echt eine richtig, richtig gute Sicht auf alles. Wir sind so nah. Ich wette, wir könnten sogar verschiedene Arten von Fußballspielern hier bewerten. Ob wir wohl mindestens 10 zusammenkriegen? Ich glaube, da drüben, da geht's schon los. Da ist der Erste. Der Dribbelprofi. Florian Wirtz. Okay, Florian, hier ist deine Aufgabe. Du musst den Ball dribbeln und versuchen, über das gesamte Spielfeld zu kommen, ohne dass er dir abgenommen wird. Und los. Ah, da sind ja jetzt ganz schön viele Gegner, an denen ich vorbeitribbeln muss. Aber ich wäre nicht Florian Wirtz, wenn ich das nicht hinkriegen würde. So, erstmal hier dran, vorbeidribbeln, dann nochmal dadurch. Hehe, jetzt habe ich dir den Ball abgenommen. Oh Mist, da habe ich kurz nicht aufgepasst. Dann geht's jetzt wieder zurück an den Anfang mit dem Ball. Ha, nicht mit mir. Den bekomme ich wieder zurück und dribbel weiter. So, noch an den vorbei. Aber nicht mit mir. Ich habe dir den Ball wieder abgenommen. So, dann nochmal hier lang und ganz schnell dribbeln. Mist, jetzt ist mir der Ball entwischt. Das sieht übel für dich aus. Schnell hinterher und geschafft. So, gleich bin ich am Ende angekommen. Und ich bin im Ziel. Super gemacht, Florian. Albert, also der ist wirklich ein Dribbelprofi. Der hat es echt durchgezogen, obwohl er den Ball zwischendurch verloren hat. Ja, das kriege ich nicht so hin. Und schau mal, da ist schon die nächste Art, der Torjäger, Füllkrug. Hey, also an euch komme ich jetzt ganz schnell vorbei. Und schon bin ich beim Tor und jetzt gibt's einen Torschuss. Niklas? Du musst nicht aufs Tor schießen? Ja, aber wo bleibt da der Spaß? So, mach dich bereit, Manuel. Tor! Tor! Was? Trainer, hätte ich den fangen sollen? Nee, Manuel, alles gut. Eigentlich sollte gar kein Tor geschossen werden. Ach komm, wozu macht man das denn, wenn man kein Tor schießen will? So, direkt noch eins. Und hepp, da rollt der. Niklas, du, was, wo kommt denn der Ball auf einmal her? Na toll, jetzt haben wir zwei Bälle. Tor! Julian, ich bin sehr verwirrt gerade. Ja, ich auch. Okay, Jamal, machen wir einfach mit dir weiter. Oh Mann. Fülle kriegt er echt nicht genug von Toren. Aber jetzt mach dich bereit für die dritte Art. Der Zauberfuß. Musiala. Okay, dann muss ich jetzt auch einmal bis ans andere Ende kommen. Da werde ich einfach meine super Spezialtechniken für verwenden. So, jetzt kommt die Rache für ihn. An mir kommst du nicht vorbei. Na, das wollen wir doch mal sehen. Und schwupps zur Seite. Und nochmal andersrum. So, einfach ausgetrickst. Oh Mann, das habe ich echt nicht kommen sehen. Dann nochmal hier durch, einmal drumrum und okay, der Weg scheint blockiert zu sein. Dann hier lang und einfach mal zwischendurch. Wie hat er das denn jetzt gemacht? So, wie komme ich hier jetzt noch weiter vorbei? Ich darf den Ball ja nicht verlieren. Hier lang, oh, da ist Rüdiger. Dann drehe ich mich einmal. Okay, warte, er dreht sich, dann müssen wir in die andere Richtung. Und ausgetrickst. Ich gehe weiter hier lang. Oh Mann! Ich weiß gar nicht, wie er das macht mit seinen Füßen und beim Dribbeln und allem. Also, der trickst einfach alle aus und er täuscht an und er dreht sich noch dabei. So gut. Aber Julian, guck mal. Da ist schon die nächste Art. Der Verteidiger. Oh Mist. Da
Altar steht mir einfach direkt im Weg. An mir kommst du nicht vorbei. Okay, dann versuche ich es einfach mal hier rum. Nicht so schnell. Ich sagte doch, an mir kommst du nicht vorbei. Und wenn ich dich hochheben muss... Jonathan, was machst du denn da? Jetzt nimmst du die Verteidigung aber etwas zu wörtlich. Ha, das war meine Idee. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Also das ist auch echt eine Möglichkeit zu verteidigen, einfach den Spieler hochheben. Aber erlaubt ist das, glaube ich, nicht. Wenn deine Zauberfüße den Boden nicht berühren, kommst du auch nicht weiter. Hui, aber lass mich doch jetzt gerne mal runter. Hey, High Five, Jonathan. Also Rüdiger ist echt noch eine Art der Spaßvogel. Sorry, Jamal, den Spaß mussten wir uns jetzt echt erlauben. Und hepp, schon stehst du wieder auf beiden Beinen. Ja, okay, das war schon ganz witzig. So, und jetzt alle auf Maxi drauf. Hä? Was ist los? Raaah! Uah! Hab dich! Okay, Leute, jetzt beruhigen wir uns alle wieder mal und kommen zurück zum Training. Hey, gute Idee, Rüdiger. Hier kommt Thomas. Ich mache auch mit. So, Jungs, bitte, genug Spaß. Training. Oh Mann, der große Julian hat ja echt Probleme, seine Mannschaft gerade unter Kontrolle zu bringen. Ja, scheint so. Die haben einfach zu viel Spaß gerade. Aber schau mal, da hilft schon die nächste Art, der Team-Captain, Gündoğan. Okay, Jungs, genug Schabernack. Jetzt bin ich noch dran. Jamal, wirklich, es reicht jetzt. Wir haben noch ein wichtiges Spiel vor uns und müssen weiter trainieren, aber vielleicht können wir nach dem Training noch ein bisschen Spaß haben. Okay, Ilkay, hast ja recht. So, und jetzt komme ich zu euch. Maxi, alles gut da unten? Bisschen eng. Okay, Jungs, das war's. Bitte alle wieder aufstehen. So, dann wollen wir dir doch mal aufhelfen. Danke für deine Hilfe, Ilkay. Und an euch räche ich mich später noch. Puh, danke, Ilkay. Manchmal ist die Mannschaft echt kaum zu bändigen. Okay, Jungs, weiter geht's mit dem Training. Jetzt üben wir tatsächlich Tore schießen. Oh, Albert, du weißt, was das heißt. Ja, die nächste Art, der Torwart. Ganz genau. Und wer könnte das anderes sein als Manuel Neuer? Hey, Joshua, ich habe eine richtig gute Idee für gleich. Ich kann es mir schon denken, aber erzähl. Jamal, du bist als erster dran. Okay, ich gebe alles. Und Schuss. Nichts da, den Ball habe ich gehalten. Und zurück zu euch. Hepp. Na dann bin ich jetzt doch mal dran. Ich will noch mal Tore schießen. Okay, Fülle. Das wird aber nicht wie eben. Dieses Mal halte ich deinen Ball auf. Also, gib dein Bestes, Fülle. Hier komme ich. Und Depp. Den kriege ich. Ha, gehalten. Ach, Mist. So, der nächste bitte. Manuel, hier drüben in der Ecke. Schieß mal den Ball rüber. Ich spiele von hier. Okay, Albert, gut aufpassen. Toni Kroos demonstriert jetzt die nächste Art. Den Eckenkönig. Joshua, hier, Spiel. Ich kriege ihn nicht. Yay, super gemacht. Das war eine super Vorlage von dir, Toni. Und ein krasser Kopfball. Oh Mann, Albert, weißt du, was das heißt? Ja, wir haben noch eine weitere Art entdeckt. Joshua Kimmich ist der Kopfballkracher. Okay, Jungs, das war wirklich ausgezeichnet. Ich glaube, damit sind wir wirklich perfekt für das nächste Spiel vorbereitet. Und ihr zwei, wie hat's euch gefallen? Es hat richtig mega doll Spaß gemacht und wir haben sogar 9 Arten von Fußballern identifizieren können. Julian, großer Julian, darf ich kurz stören? Klar, was gibt's denn? Also, bisher durfte ich ja noch gar nicht spielen. Ich bin immer nur auf der Ersatzbank. Kannst du mich beim nächsten Spiel vielleicht auch mal einwechseln? Es hat schon alles Gründe, warum ich wen einwechsel. Apropos einwechseln, also ich bin bisher auch nie eingewechselt worden. Julian, denkst du das, was ich auch denke? Yep, ich glaube, wir haben unsere 10. Art gefunden. Und scheinbar sogar doppelt. Die Ersatzspieler. Okay, Thomas, ich denke fürs nächste Spiel nochmal über die Aufstellung nach, ja? Und Sandro, du wirst nicht eingewechselt, du bist mein Co-Trainer. Aber wenn du willst, darfst du jetzt ruhig nochmal aufs Tor schießen. Juhu, hier komme ich! So, das wird mein Elfmeter. Und Schuss! Ja, er ist im Tor gelandet! Tor! Ilkay, jetzt? Jetzt. Wow, hier komme ich! Los geht's, alle auf Sandro! Oh nein, nicht schon wieder. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Ach, was soll's. Hier komme ich.
mal ein bisschen Spaß darf auch sein. Oh Mann, Albert, ich liebe diese Mannschaft. Komm, lass uns auch mitmachen. Wenn es um so viel Spaß geht, ist Albert auch plötzlich keine Labeente mehr, sondern auch ein Wirbelwind. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch so viel Spaß hattet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss! Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!